So, dann gehen wir mal ein bisschen durch den Sommer. So kriegt man die Samen hin. Also bisher habe ich den Eindruck, dass man nichts verlieren kann. Also es gibt kein schlechtes Wetter oder Missernten oder irgendwen, der mich beklaut oder keine Ahnung. Das heißt, alles das, was ich baue, anbaue, das kann ich auch wieder verkaufen und dementsprechend werde ich auch irgendwann meinen Gewinn machen. Da bin ich recht sicher. So, das ist jetzt das zweite Video. Das erste war halt, wie baue ich das erste Haus? Und jetzt sind ein paar Stunden vergangen. Ich habe schon das ein oder andere Haus weitergebaut. Und bin jetzt bis zur Schmiede gekommen und jetzt muss ich irgendwie an Eisen drankommen. Das ist natürlich für mich jetzt mal eine gute Frage, weil ohne Spitzhacke komme ich nicht an Eisen und ohne Eisen kann ich keine Spitzhacke bauen. Also müssen wir irgendwo vier Eisen herbekommen. Und ich muss sagen, ich habe noch keine Ahnung, aber wir können mal die Dörfer abklappern. Also das war so meine Idee. Vielleicht finden wir hier einen Schmied. So, jetzt haben wir hier, machen wir noch einmal die Körner. Damit wir auch immer was zum Ansehen haben. Und ja, jetzt wollte ich nochmal bis zum Herbst warten, um halt rauszufinden, ob ich da dann den Flachs anbauen kann. Weil Flachs ist, solange ich keine Schafe habe, genau das, um nähen zu können. So, was haben wir denn hier? Gebratenes Fleisch, Johanniskraut. Flachshalme. Leinsamen. Mehl. So. Das wäre ein Weizenkorn erstmal hier. So, wir haben immer noch. Aber wir probieren das doch mal mit dem Leinsamen. Wir haben hier ein Feld. Acht. Aber selbst. So, Flachs. Aber egal. Also irgendwie kriegen wir das nämlich noch nicht. Angesät. So, weiter geht's. Ich mache halt auch keine Cuts. Das heißt, ich mache einfach ein Gameplay. Das mag im ersten Moment vielleicht doof sein, dass es nicht geschnitten ist, aber ich habe da jetzt kein Interesse dran. Das sind so Versuchssachen für mich, hier dieses Video zu drehen. Eisenhacke können wir hier lassen. Sense können wir hier lassen. Ansonsten ziehen wir, glaube ich, einmal los. Haben wir 13 Kilo. Jetzt können wir unterwegs was einsammeln, weil wir können. Bis auf ein bisschen. Wir brauchen noch Leute. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache, aber um den zu kriegen, machen wir jetzt gerade die Quest für unseren ersten Mitbewohner hier. Und danach schauen wir mal weiter. So, wo ist unser Speer? Da ist unser Speer. Weil wir haben noch nicht hier die Quest, ein paar Eber zu jagen und ein paar Füchse. Falls wir irgendwie einen finden auf dem Weg, werden wir natürlich zerlegen. Aber wir können hier, guck mal, Beeren einsammeln. Aber wie ich schon sagte, es ist noch nicht so sonderlich schwer hier zu überleben. Bisher kannst du nichts verlieren, kannst immer nur dazu gewinnen. Und solange du deine Steindolche oder Steinäxte los wirst,
ist das auch überhaupt gar kein Problem. Also da werden die auch, bin ich recht sicher, über kurz oder lang patchend eingreifen, dass das ein bisschen forderner wird. Entweder ja wahrscheinlich einfach weniger Geld. Das Problem an der Sache ist dann natürlich, dass du dann noch mehr am Grinden bist. Da geht so ein bisschen das Roleplay verloren. So. Essen, Essen, Essen. Wir haben 107 Beeren. Dann können wir die ja mal eben. So. Eine Temperatur haben sie halt auch noch nicht mit eingebaut. Der Schnee sieht zwar schön aus, aber hat noch gar keine Auswirkungen, außer dass er Geräusche macht. Aber dazu kommen wir in 2 Jahreszeiten. Jetzt haben wir erstmal Sommer, aber wie gesagt, ich kann gerade nichts mehr anbauen. Auf Äxte bauen habe ich gerade keinen Bock. Deswegen erledigen wir mal die Quest und gucken, ob wir einen Mitbewohner finden. Und natürlich, ob wir irgendwo Eisen kaufen können. Weil sobald wir Eisen haben, können wir in die Mine gehen und dann können wir vielleicht das Werkzeug teuer verkaufen. Und natürlich auch diese Gebäude daneben bauen. All das ist so der Plan in der nächsten Zeit. Mal schauen. Verdammt. Wenn man jetzt halt die Questen anguckt, 3 Füchse und 3 Boars und eine Jagdhütte müssen wir bauen. So. Schauen wir nochmal. Man sollte halt immer mehrere Speere in Reserve haben, weil die recht schnell kaputt gehen. Okay, der ist jetzt entfleucht, würde ich sagen. Aber bald können wir auch den Bogen bauen. Ob der jetzt besser ist, weiß ich nicht, aber das werden wir dann sehen. So, 200 Meter nach. Ich glaube, es ist das gleiche Dorf, wo ich schon mal war und diese 40 Bäume gehackt habe. Das war auch eine der Questen. Oh, guck mal. Den wollte ich eigentlich nicht treffen. Nicht so unerwartet. Das ist bisher die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, um zu heilen. Außer separat zu heilen. Oh nein, noch eine. Zum Glück ist es noch ein bisschen buggy. Ich sehe dich nicht, dann siehst du mich auch nicht. Oder wie spielen wir das Spiel jetzt hier gerade? Warte ab, bis ich. Bis ich meinen Holzstamm hier habe.
Oh nein, er wird mich töten, weil ich meinen einen Speer weggeschmissen habe. Warte ab. Mistvieh. So. Dann gebe mir meinen Speer. Ich muss wieder Heilpflanzen finden. Hölzerner Speer auf 1. So, finden wir den Wegerich. Jetzt, wo wir ihn brauchen, haben wir natürlich nicht. Ich glaube, ich habe noch im. Okay, wo ist das Schwein? Da. So. Jetzt muss ich noch einen hölzernen Speer. Und Steine. Ich brauche jetzt eben die Steine. Ich habe so viele Messer gebaut, ne? Jetzt fehlen mir die Steine für ein neues Rad. Gibt's ja gar nicht. So. Eins sollte man immer dabei haben. Ich glaube, das ist nicht das, was wir gerade als zweites getötet haben. Wenn ich mich recht erinnere, da steht noch einer. Verdammt! Tauchen nämlich immer zu dritt auf, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Guck mal, wenn wir den Fuchs noch kriegen, haben wir die Queste fast erfüllt. Zumindest vom Jagd. Nee, ich glaube, die Füchse werden das größere Problem. Dann gehen wir erstmal weiter. Ich glaube, nur mal so als Idee, diese Häuser, wenn du dann die Bewohner dazu bekommen hast, bei dir einzuziehen, in deinem Minidorf, in deinem Vordorf, dann arbeiten die halt in dem jeweiligen Haus und holen dann noch Rohstoffe. Also das ist meine Vermutung, aber das werden wir dann sehen in einem weiteren Verlauf des Spiels. So, packen wir den mal weg. Schlafen die etwa noch? Nein.
Leopold. So. Wir brauchen die 70-prozentige Zustimmung. Dann müssen wir da mal gucken. So. Herald. Irgendwo 33 Meter. Irgendwo da hinten. Ich bin halt gespannt, wie weit das geht, wenn ich ehrlich bin. Oder Dagobert, zeig mir deine Waren. Dünger, Kohlsamen, rote Betesamen. So, wir kaufen einfach mal 10 Stück. Und hiervon auch nochmal 10. Das heißt, dass wir die vielleicht irgendwann mal anbauen können. So, Kinga. Hast du einen Moment Zeit? Jagd ist immer so ein guter Aufhänger, habe ich so das Gefühl. Da ist Mathilda. So, Aufgabe erfüllt. Dann haben wir den wieder, haben wir die wieder erledigt. So, wir sind jetzt da. Dann lass uns einfach mal hier so die Runde drehen. Vielleicht finden wir hier irgendwo einen Schmied. Irgendeinen, der Eisen verkauft. So, hast du einen Moment Zeit? Ich sag doch, Jagd geht immer. Um ein bisschen Sympathie. Aldimir. Das sind aber, glaube ich, alles Bauern. Und wie sind die ergangen? Ist auch immer ein ganz guter Spruch. gehen wir mal nach Norden. Wie gesagt, wir brauchen 4 Eisen. Also eine Schmiede haben wir schon gebaut. Aber das Eisen fehlt. Journal. So, wir müssen noch die Jagdhütte bauen und 2 Füchse. Dann ist die Dynastie wieder ein bisschen einen Schritt weiter. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen, bevor es Nacht wird. Eigentlich auch eine schöne Gegend. Man kann sich ja echt aussuchen, wo man anfängt zu bauen. Aber ich finde die Stadt, weil auch die ganzen Questen sind, schon ganz gut. Also diese Anfängerstadt. Aber wer weiß, wie das Spiel sich noch weiterentwickelt. Und ob es dann auch Multiplayer wird. Also ich hoffe, ich habe da voll Bock drauf, das mit mehreren Leuten zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Ein kleines Dorf errichten und so. Unsere Sklaven, ich meine Dorfbewohner, zur Arbeit bringen. So. In dem Dorf war ich auch noch nicht. Und da ist sogar eine Queste. Wenn ich das richtig sehe. Moin! Auf!
So. Zeig mir deine Ware. Haferkorn. Wir waren vorhin schon einkaufen. Wie viel Kohle habe ich noch? Zeig mir deine Ware. Ei, Fleisch, Dünger, Tierfutter. Brauchen wir alles nicht. Ja, ich habe das Kingdom Come Deliverance nie gespielt, aber es soll halt wirklich so aussehen. Aber ich finde, das macht ja auch nichts, wenn sie auf ein funktionierendes Spiel aufbauen. Dann sehe ich das so als Mod. Jetzt versuche ich die ganze Zeit irgendwelche Leute für die Arbeit zu rekrutieren. So, Arbeit. Nein. Ludwika, hast du einen Moment Zeit? Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Es gibt immer so zwei, drei Fragen, die kann man immer stellen. Wieso gibt es in LOL, nein nicht LOL, in WoW mittlerweile Laserwaffen? Roberta. Nein. Aber eine Schmiede ist ja auch nicht. Das sind auch alles nur Bauern. Ich brauche Eisen. Verdammt, wo komme ich? Wie bekomme ich Eisen bzw. eine Spitzhacke? Alles andere ist ja erstmal egal. Aber daran zu kommen. So, jetzt bin ich da oben. Dann laufen wir mal darunter. Genau. Mitten durch die Nacht, durch den Wald. Oh. Mann, 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 Mann. Aber irgendwo ist auch noch eine Quest hier, oder? So. Nicht von dir, die sind am Schlafen, also keine Queste. Beim nächsten Mal. Oder hast du eine? Nein. Es ist erst 21 Uhr. Okay. Talentpunkte. Handwerkliches Wissen. Boah, ich werde schon bald 20, glaube ich, hier. Ich muss bald heiraten. Guck mal da, so lange, oh, wie düster, mit Fackel durch den. Nee. Das sah jetzt nur aus der Ferne aus wie ein Fuchs. Ich muss da zwei Füchse töten. Ja, das Problem ist halt wirklich, wenn ich keine Spitzhacke finde, ist der Winter wieder voll für einen Eimer, weil da kann ich sowieso nichts machen.
damit ihr auch was seht. Das ist ganz schön, also über hier über meinem Monitor, das geht eigentlich, da sehe ich eigentlich alles. Aber ich glaube, über den Stream ist es recht dunkel. Muss man auch voll Steuern zahlen. Wölfe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die werden mich fressen. Die hatten schon nicht einfach, die Jungs. Im Mittelalter. Obwohl Wölfe sie nicht so attackieren würden, wie die, wie sie es hier tun. Genauso wenig wie die Eber. Ich brauche mal wieder Essen. Und trinken. Guck mal, in jedem Dorf ist so ein Nachtwächter, der verhindern soll, dass ich irgendwelche Sachen klaue. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, es sind andere Entwickler. Ich denke, die haben einfach die Engine gekauft. Darauf das Spiel hier gemacht. So. Aber hier ist, glaube ich, auch keine Schmiede. Das sieht nicht so aus. Mit Zaun und so. Vielleicht sollte ich auch mal einen Zaun bauen. Ich muss sagen, mir gefällt das Spiel total. Es ist endlich mal wieder ein Survival-Game, was mir Spaß macht. Aber hier ist, glaube ich, auch keiner drin. Hier ist auch kein Schmied. Dann geht's weiter runter. Gibt es hier eine Queste? Nein. Bei Händler, da. Genau, ich komme aus der Zeit. 23:26 Uhr. Hey Mama, Platz hier. Ich muss mein Nickerchen halten. Für nächsten Morgen. Puh. Ist auch nicht viel jünger. So, ein Waren. Müssen wir hier hin nach Jessica. Es könnte dann schon eher sein, weil da. Wir werden sehen. Dann reisen wir mal weiter durch die Nacht. In der Hoffnung, dass uns kein Wolf frisst.
Das sind doch so. Irgendwann müssen wir alles selber machen. Oder Leute dafür anheuern, die das selber für uns machen. Für kochen und so. Aber jetzt brauchen wir die Pflanzen, die Heilpflanzen, damit wir. Unser Leben mal wieder in den Griff kriegen. Damit nicht der erste Wolf, der uns anspringt, gleich umlegt. Oder Eva. So. Aber dann, wenn man sie braucht, sind sie natürlich nicht da, diese ganzen Heilpflanzen. Ich habe gehört, also hier liest man, dass die Ehefrau einen auch heilen kann. So, ich glaube, in Denika war nämlich auch kein Schmied. Aber wenn wir sowieso schon mal da sind, dann können wir auch da nochmal vorbeigehen. Also bisher ähneln sich die Dörfer ja doch recht viel. Aber vielleicht gibt es ja doch noch irgendwo den Schmied, beziehungsweise die Möglichkeit, anderweitig Eisen abzubauen. Außer mit einer Spitzhacke. Das ist nicht, ja, nicht so klug, glaube ich. Also nicht überdacht, anders. Aber wir werden sehen. Die Suche nach dem Eisen. Das sollte mein Tagesziel. Eine Spitzhacke bauen. Nehme schon mal einen Stein mit. Brauchen nämlich auch bald wieder Kohle. Weil wenn du deine Steuern nicht zahlst, dann bist du geächtet. Dann wirst du aus dem Dorf geschmissen. Und die einzige Möglichkeit, die ich bisher gefunden habe, sind echt Äxte oder Messer bauen. Echtes Johanniskraut. Das macht nur Vergiftungen weg. Da ist er. Da ist der Breitwegerich. Den brauchen wir, um uns zu heilen. Oh, eine Biene. Mitten in meiner Wohnung. Der Heiltrank des Spiels. Wegerich. Endlich habe ich wieder welchen gefunden. So. Hier ist das Dorf irgendwo. Genau, hier hinter dem Hügel müsste das Dorf sein. Wie haben sich die Leute damals nur orientiert? Oh, diesen Stein kenne ich. Dann ist es nicht mehr weit bis zum Dorf. Die haben Kohl gepflanzt. So, kleines Dorf. Nein, 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 nein. Das ist auf jeden Fall kein Schmied. Gibt es hier eine Queste? Nein. Und auch nur ein Händler.
Hast du einen Moment Zeit? Also mit der Jagd kann man immer ein paar Punkte gut machen. Okay, hier ist wohl ein Schreiner. Falls wir einen Schreiner brauchen. Der hat Vieh. Eine Schmiede? Gibt's hier nicht. Jetzt, wo du es sagst. Hör mal. Hallo Google. Sag mir, wo ist der nächste Schmied? Okay, hier ist auch nichts, also gehen wir weiter nach Süden. Diesmal nach Jersika. Ich glaube, hier war ich schon mal. Weil ich sehe hier die ganzen Baumstümpfe. Weil die ganzen Dorfbewohner, wenn die Holz haben, Holz vor der Hütte haben, dann machen die auch die Stämme weg. Das kriege ich noch nicht hin. So. Ja, dann gehen wir doch einfach mal genau straight nach Süden. Da haben wir mal die Karte erforscht. Nehmen wir wieder echtes Johanniskraut mit. Was ich schade finde, muss ich echt sagen, ist, dass es keinen Unterschied macht, ob du an Gerätschaften Sachen baust oder per Hand. Hätte es dann vielleicht ein bisschen bessere Qualität oder so geben können. Genug gesammelt, weiter nach Süden. Ja. Die sieben Dörfer. Sind es sieben? Ein, ne, drei, fünf, doch sieben Dörfer. Zumindest mache ich dann wieder ein bisschen Geld. Weil die wollen irgendwie. Also gerade wollten die eine 500 Steuern von mir. Deswegen muss ich fleißig noch irgendwelche Stöcke aufsammeln und Steine. Wenn ich ins Übergewicht komme, sonst kann ich nicht mehr rennen. Das Gute am Winter ist, man sieht dann die Steine. Die kann man viel besser dann entdecken. Aber bisher gibt es noch keine Temperaturunterschiede, so wie bei 7 Days. Das heißt, wenn Winter ist, dann kriege ich Schaden durch Kälte oder so. Das gibt es noch nicht. Das muss noch irgendwie implementiert werden. Aber ich bin gespannt, also wie es hier so weitergeht, wenn ich ehrlich bin. Kriege ich die Dorfbewohner zum Arbeiten für mich und werde ich irgendwann heiraten? Werde ich Kinder hier bekommen? Wird meine Dynastie fortbestehen? Weil sobald ich sterbe, ist das Spiel zu Ende. Außer ich habe einen Erben. So ein Steinmesser gibt immer 20 Geld. Das ist immer schon ganz cool. Die sind recht schnell gemacht, wie man so sieht. Man muss halt echt nur durch kreuz und quer durch die Gegend rennen.
So, wo? Da, guck mal, dann sind wir schon fast in Jezerica. Steine. Die sind immer ein bisschen Mangelware. Weiter geht's. Dann komme ich bestimmt fast zum Frühstück rein, ne? Jo. Ich komme voll zum Frühstück rein. Vielleicht gibt es ja hier einen Schmied. Weil bisher konnte ich echt noch keinen Eisenklumpen oder so sammeln. Und bis auf Bäume hacken. Lässt mir. Ach so. Ja, Eisen. Da war gerade mein Thema. Man kann, das finde ich halt auch ein bisschen schade. Zumindest als Spieler. Ich weiß nicht, ob das die NPCs können. Die Welt verändern. So in tiefere Stollen reinbauen oder Ton abbauen aus einem erschöpften Ton vorkommen. Solche Sachen. Und Baumstümpfe entfernen. Also die haben glaub, auf jeden Fall noch viel auf der Agenda, denke ich. So. Haben wir eine Queste? Nein, aber zwei Händler. Die noch am Pennen sind, oder was? Gibt's ja gar nicht. Mann, 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 Mann. Aber eine Schmiede oder so sehe ich jetzt auch nicht. Also sieht eine Gaststätte aus, eine Taverne aus. So eine kann ich nämlich schon bauen, dann kann ich vielleicht schon kochen. Dinge, die man hier alles so machen kann. In meinem Minidorf. Okay, warten wir noch mal auf die Händler. Zeig mir deine Waren. Oh Mann, die hat Essen. Salz. Zustand 50%. Das war die eine. Dann gibt es noch hier irgendwo einen Händler. Ein Angelspeer. Oh, 320. Ne, den kaufe ich noch nicht. Ein Fisch. Okay, der ist zum Beispiel neu. Den Sohn hatte ich noch nicht gefunden, aber ich glaube. Wenn ich dann zum Angeln komme, dann kann ich auch mal. Kann ich den auch bauen. So, das ist der eine. Da ist die andere. Und das war es ja auch schon. Langweiliges Dorf. So, aber zumindest kann man da mal einen Angelspeer kaufen. Was wünschte ich mir bei einer Spitzhacke, wenn ich ehrlich bin? So, trinken, essen. Essen haben wir.
Essen haben wir gerade gekauft. Haferschleim. Und trinken müssen wir gleich am Fluss. Man verliert halt Leben, wenn man nichts gegessen oder getrunken hat. So. Ein Kiefernzweig. Dann haben wir dann wieder ein bisschen Kohle. Für alles, was wir so brauchen. Aber wie gesagt, man verliert hier nichts. Außer man verkauft sich. Aber es gibt hier noch kein Dieb, kein falsches Spiel. Aber man kann wirklich noch nichts sehen. Und ich bin gespannt, ob man hier so einen Karren oder so kaufen kann. Irgendwann. Eine Kuh kostet 5000. Das wird dann bestimmt auch lustig, so nach dem Motto, dann hat man die 5000 zusammengespart, hat 500 Steinäxte gebaut, um sich diese Kuh zu kaufen und dann verreckt die wahrscheinlich im ersten Winter oder so. So. Aber wie gesagt, das Eisenproblem, wenn du es nirgendwo kaufen kannst und nirgendwo an eine Spitzhacke kommst, kannst du hier kein Eisen abbauen. Wir können auch mal gleich dann in die Mine gehen. Also es gibt ja auch so eine Mine. Aber ich glaube nicht, dass man da mit der Hand was erreichen kann. Oh, ich bin schon wieder überladen. Ein Fuchs, verdammt! Füchse sind voll die Sneaker. Wenn die einmal aus dem Blick verloren hat, tauchen die nie wieder auf. Völlig Schurken. So. Keine Menschen. Hornika. Wir müssen noch nach Hornika. Vielleicht gibt es ja da Eisen. Auch für Stein muss man wieder die Spitzhacke. Genau da liegt das Problem, Kinders. Ich will ja nicht, ich kann ja so eine Spitzhacke bauen, wenn ich Eisen habe. War nie mein Spiel. Ja, in dem Epic Game Store ist ja auch gerade Fußballmanager
Früher habe ich auch immer so Fußballmanager gesuchtet, aber mittlerweile auch nicht mehr so. Also wenn ich hier, dann weiß ich nicht mehr, weil hier scheint es voll. Da gab es auch in den 90ern irgendwie so ein Spiel, Blood Bowl oder nicht? Oder Anfang Nuller Jahre. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass das Warhammer ist. Dass das zum Warhammer-Universum gehört. Okay, das sind zwei Questen. Und hier ist ein Schmied. Hier ist ein Schmied. So, jetzt müssen wir den nur noch finden. Klingt auf jeden Fall gut. Kann ich dir mal was helfen? Oh, da ist wieder dieser Bug. Bei manchen bleibt das einfach stehen. Machen wir einmal ein Reloggen. Ich weiß, dass es auf jeden Fall bei Blood Bowl mal ein Computerspiel gab. Ist nicht Rocket League jetzt auch umsonst? So. Ich habe das noch nie gespielt. Sind zwei Händler. Du bist es nicht. Ja. Spitzhacke, 440 Geld.
Jetzt haben wir die Spitzhacke. Jawohl. Jetzt haben wir sie gefunden. So. Dann. Also, in Hornika findet man die. Wieder die Tusa. Ja, das ist die eine. Und dann hier drin vielleicht. Radomir. Kann ich dir bei was helfen? Ich bin interessiert. Journal. Ja, und zurück. Jetzt können wir. Hier ist die. Irgendwo hier ist hier eine Mine. Die habe ich schon mal gefunden. Na, gucken wir mal. Auf jeden Fall jetzt die Mine finden. Viel Geld haben wir noch? 84. Oh mein Gott. Ich bin ruiniert. Ich glaube, da war die. Ich. Wolfsrudel. Das Kampfsystem ist ein bisschen. Bisschen lame. Verdammt. Ich glaube, der verfolgt mich jetzt bis zum Sankt Nimmerleinstag. Okay. Nach Norden. Irgendwo war hier eine Mine. Und ein Braunbär. Da ist die Mine. Fort mit dir, böser Bär. Das Leben als Farmer ist ganz schön gefährlich. Oh, 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 oh. Fast zu Tode gestürzt. Oh nein.
Du bist doch alles hier. Du fängst wirklich mit Holzfällen an, um deine Skills hochzupushen und dann merkst du ganz schnell, dass du noch andere Dinge machen musst. Wie Farmer, Holz, Steinhacken, Stein sammeln, Eisen kochen. Da ist er noch. Verdammt. Ja, vergiften tue ich mich eigentlich hier nicht. Genau. Ich würde spielen. Ach, das ist ja schon in BDO so. Ich glaube, hier kann man dann ein Häuschen bauen. Ein Felsvorkommen? Fels? Ist immer nur Fels. Suche mal ein Eisenvorkommen. Wir können ja mal einmal so ein Spitzhacke auf 3. Ja, läuft, würde ich sagen. Ich habe Salz, Stein. Aber dann sind die halt weg. Erschöpfte Steinvorkommen. Keine Ahnung, was man dann erschöpft. Regeneriert sich das dann irgendwann? So. Ja, das ist so. Und ich würde ja gerne jetzt gerne so eine Kiste oder so hinbauen. Völlig überladen. Damit nicht alles hier so in der Gegend rumfliegt. Aber hier steht. Aber gleich habe ich das Ziel erreicht, glaube ich. Hoffe ich. So, weil ich möchte ja eigentlich nur 4 Eisen. Ich kann mich nicht mehr fortbewegen. Läuft. Steine. Jetzt haben wir wie viel Steine? Wie viel Eisen? 5. So. Wo sind wir hier? Direkt an der Straße.
Gut. Jetzt müssen wir gleich nur noch am Bären vorbeirennen, dann läuft das hier. Und dann kann ich meine erste Eisenaxt selber bauen. Meine erste. Was bauen wir denn dann noch? Ach ja, Holzfäller-Axt. Hey Kamera, du warst gestern einfach so weg. So. Und schon in Vorfreude auf WoW. Ich habe gehört, da gibt es gar keine Laserkanonen. Was wird denn so geil daran? Erzählt mal, was gibt's Neues da in dem Spiel? Warum wird das geil? Vielleicht kaufe ich es mir ja dann auch. Was ist denn Ashes of Alarak? Komisch, das Spiel spiele ich hier seit 12 Stunden. Und irgendwie habe ich immer noch Bock drauf. Okay. Und kann man die alten Raid-Bosse jetzt alleine legen? Vor 13 Jahren hat er die Welt in Angst und Schrecken versetzt. Nun kommt ein Abenteurer vorbei und denkt sich, ich suche Gegner, keine Opfer. Und zerlegt diesen Boss mit 2 Hieben. So. Und wer ist denn im neuen Addon der Gegner? Worum geht's da? Wer möchte wieder die Welt vernichten?
Sylvanas war. War die nicht schon vorher Gegnerin? Hoffentlich wird die Horde vernichtet, genauso wie die Allianz. So, hier Alvin. Ich kenne die alle gar nicht. So, jetzt wollte ich einmal schmieden. Und ich muss, denke ich, hier Kräuter essen. Sonst könnte das böse enden. Verdammte Verräter, sagst du? Das ist nicht die Dunkelelfin Sylvanas. Hey Ash. Gehen wir mal einmal schmieden, aber ich finde echt, wenn du diese Pflanzen brauchst, gestern noch dem Robin gesagt, ja, die findest du überall. Und jetzt finde ich nur echtes Johanniskraut. Ach so. Ich meine, das muss man ja WoW lassen, außer dass da ständig irgendwelche Leute auftauchen, die die Welt zerstören wollen. Haben sie eine gute Geschichte. Ja, definitiv. Grinden, grinden, grinden. Ambas? Nein. Nein. Wissen. So, eine Schmiede. Nicht genug Münzen. Ihr rennt bei mir offene Türen ein. Ich bin da zu sehr Casual Gamer.
als dass ich da in die letzten fünf Gebiete komme ich gar nicht rein, weil ich zu schlecht bin. Ja, und jetzt will ich zumindest das Video hier mal beenden. Und dann mal bis zur nächsten Folge.